Herzlich willkommen im Forschungsmuseum Schöningen und ich begrüße Sie zur Eröffnung unserer neuen Sonderausstellung 2 Millionen Jahre Migration. Leider können wir auch in diesem Jahr unsere Eröffnungsfeier nur online machen. Darum folgen jetzt im Anschluss Grußworte unserer Partner und Unterstützer und im Anschluss werde ich Ihnen dann noch einige Sachen aus der Ausstellung zeigen, einen Überblick verschaffen, damit Sie sehen, was Sie hier in den nächsten Monaten im Museum erwartet. Die Migration prägt die Geschichte der Menschheit und der Menschen seit über 2 Millionen Jahren. Und die Entwicklung des Menschen bis hin eben zu, ja, wie wir sagen würden, seiner Hochschöpfung des Homo sapiens, hat viele Schritte zur Folge gehabt. Und auch wir sind so gesehen Migranten in diesem Land. Weil auch hier waren Menschen nicht natürlich ansässig, sondern die ersten Menschen haben in Afrika gelebt und sich von da aus über die ganze Welt verbreitet. In einem unterschiedlichen Tempo, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit unterschiedlichen Folgen. Guten wie auch schlechten. Und wie wir in der gerade jüngsten Vergangenheit sehen können, eben auch mit sehr katastrophalen Auswirkungen, die eben zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zu Krieg führen können. Das heißt, der Mensch offenbart eben seine schlechte Seite immer wieder aufs Neue und führt immer wieder dazu, dass Leid Migration auslöst, dass Menschen fliehen müssen und dass Menschen woanders aufgenommen werden müssen. Das war zu allen Zeiten schon immer so. Allerdings müssen wir durch Kultur, durch Höflichkeit, durch Selbstrücknahme dazu beitragen, dass es eben nicht normal ist, sondern dass wir uns auf das besinnen, was wir Menschen auch sind, soziale Wesen, Wesen des Miteinander, die gestalten wollen, die leben wollen, die fröhlich sein wollen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass das Landesamt für Denkmalpflege hier in Schöningen eine Ausstellung zu diesem Thema Migration macht, um uns immer wieder auch ins Gedächtnis zu rufen, wie wichtig es ist, sich darauf zu reflektieren, dass es immer schon auf der Welt Migrationsbewegungen gegeben hat, die unterschiedliche Auslösungen hatten, seien es Hungerkatastrophen, seien es aber auch einfach Neugierde oder sei es eben letztendlich ja auch Krieg. Und deswegen vielen Dank an alle diejenigen, die dazu beigetragen haben, diese Ausstellung hier in Schöningen zu ermöglichen. Vielen Dank an die Mitarbeitenden des Landesamtes. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Museumsinteressierte, ich heiße Sie herzlich willkommen hier im wunderschönen Landkreis Helmstedt, ganz besonders im Forschungsmuseum Schöningen im sogenannten Paläon. Dieses Paläon begleitet uns schon seit vielen Jahren und ist eine Attraktion in diesem Landkreis. Das Thema 2 Millionen Jahre Migration. Migration ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Typischerweise denken wir bei Migration an die Völkerwanderung im 4., 6. Jahrhundert hier in Europa. Aber es ist nicht nur diese Völkerwanderung. Wir haben schon vor 300.000 Jahren gab es schon Migration, denn dieses Museum erinnert ja an die Speere, die vor 300.000 Jahren entstanden sind, die hier gefunden wurden. Und auch da mussten Menschen sich verändern aus klimatischen Gründen, mussten sie wandern, um anderswo dann letztendlich ihre Lebensgrundlage zu schaffen. Wir haben aber auch in der Neuzeit Migration. Denken wir an die Kriege, die wir im 19. und 20. Jahrhundert hatten, in Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Flüchtlingssituation, aber auch in der aktuellen Neuzeit. Denken wir an 2014, 2015, wo sich Menschen aus Syrien auf den Weg gemacht haben, die von Krieg gebeutelt letztendlich Frieden und Ruhe suchten und die auch hier bei uns in Europa, insbesondere auch in Deutschland gefunden haben. Aber wir haben auch aus klimatischen Begründen nach wie vor Wanderungsbewegungen. Wenn wir sehen, was in Afrika passiert, Hungersnöte, Dürre, auch da machen sich die Menschen auf den Weg. Und ganz aktuell natürlich die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine. Mittlerweile sind in Deutschland über 300.000 Flüchtlinge angekommen. In unserem Landkreis haben wir mittlerweile auch über 500 Flüchtlinge aufgenommen. Die Hilfsbereitschaft ist extrem groß und die Menschen werden hier hervorragend betreut. Sie sind herzlich willkommen. Aber diese Migration, und das hoffen wir, wird nicht eine endgültige sein, dass die Menschen hier auf Dauer bei uns bleiben. Wer das möchte, ist herzlich willkommen. Aber wir gehen davon aus, dass diese Menschen wieder in ihre Heimat zurückkehren.
Also, Migration ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Jetzt komme ich zu dieser wunderschönen Ausstellung, die Sie hier in Schöningen, hier uns in Helmstedt anbieten. Sie kommt aus dem Neandertal-Museum aus Nordrhein-Westfalen bei Mettmann. Und ich bin schon einmal hier durch die Ausstellung gegangen. Lassen Sie sich überraschen, es ist eine tolle Ausstellung. Sie werden viel erfahren. Und ich glaube, das ist das, was wir hier im Landkreis, aber auch alle Museumsinteressierte immer wieder in die Museen letztendlich auch treibt, neue Dinge zu erleben, neue Dinge zu sehen. Vielen Dank. Herzlich willkommen in Helmstedt. Migration ist ein die Menschheitsgeschichte durchziehendes, erdumspannendes Geschehen. Seit es Menschen gibt, sind sie unterwegs. Sie brechen auf, kommen an und gehen weiter. Die Ausstellung schlägt einen großen zeitlichen Bogen. Von den ersten Menschen in Afrika über den Beginn ihrer Verbreitung vor 2 Millionen Jahren bis in die Gegenwart. Spuren und Geschichten zeugen von geglückten und gescheiterten Ein- und Auswanderungsvorhaben. Von der ersten Besiedlung Deutschlands bis zur Suche nach einem besseren Leben in Übersee. Von verfolgten Glaubensgemeinschaften bis zu aufgenommenen Geflüchteten. Migration ist eine Konstante der Menschheitsgeschichte. Und die Beweggründe für unser Kommen und Gehen sind vielfältig. All das und noch vieles mehr können Sie bei uns im Forschungsmuseum Paläon erleben. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Für den Förderverein Schöninger Speere, Erbe der Menschheit, freue ich mich sehr, dass hier in Schöningen das 7. Niedersächsische Landesmuseum steht und in einem Gebäude eine Ausstellung sich befindet, einem Gebäude, das viele internationale Architekturpreise mittlerweile gewonnen hat, also schon einen tollen Charakter hat. Die Grabung hat internationale Anerkennung. Hier treffen sich Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Also ein wirklich wichtiger Standort der Frühgeschichte. Eine Ausstellung, eine Dauerausstellung ist in diesem Gebäude untergebracht, das man jedem Besucher nur empfehlen kann. Aber eine solche Dauerausstellung wird dann interessanter, wenn auch Sonderausstellungen dazukommen. Und deshalb ist es ein großer Gewinn, dass das Landesamt, der Betreiber dieses Museums, sich bemüht, derartige Sonderausstellungen in der Vergangenheit hierher zu holen. Mit der neuen Ausstellung Migration wird ein Thema aufgegriffen, das höchste Aktualität hat, aber eben auch schon Millionen von Jahren alt ist. Seit Millionen von Jahren wird auf dieser Welt gewandert, werden auch wir unseren Ursprung anderswo haben und unsere Vorfahren sind durch die Welt hierher gewandert. Aber aktuell haben wir Wanderungen, die aufgrund eines furchtbaren Ereignisses in der Ukraine stattfinden. Und die Ausstellung, als sie konzipiert und kuratiert wurde, hat sicherlich nicht gewusst, was da passiert. Insofern ist es sehr zeitgemäß und man kann den Besuchern nur empfehlen, wenn man auch Migration verstehen will, diese Ausstellung aufzusuchen. Ich wünsche den Besuchern einen Erkenntnisgewinn. Es ist sicher sehr interessant. Und gleichzeitig danke ich den Organisatoren und Verantwortlichen für die Mühe, die sie damit hatten, diese Ausstellung zusammenzubringen und hier aufzubauen. Viel Erfolg und der Förderverein hilft derartigen Aktivitäten immer gern. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde des Forschungsmuseums Schöningen-Paläon. Mein Name ist Melanie Wunsch und ich darf Sie heute als Ausstellungsleiterin des Neandertal-Museums und als Kuratorin der Ausstellung 2 Millionen Jahre Migration ganz herzlich zu dieser Ausstellungseröffnung begrüßen. Leider kann ich heute Abend nicht persönlich bei Ihnen sein, um Ihnen die Ausstellungsinhalte näher zu bringen, aber ich sage gerne einige Worte zur Entstehung dieses Projektes und was wir uns dabei eigentlich gedacht haben. Das Neandertal-Museum ist ein Museum für Humanevolution und hat damit ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Museumslandschaft. Es rückt den Menschen in den Fokus und richtet den Blick dabei aber nicht allein in die Vergangenheit, sondern mit dem Wissen über unsere Vergangenheit schärft es den Blick für die Geschehnisse in der Gegenwart und zeigt Handlungsperspektiven für die Zukunft auf. Wir möchten die Relevanz von archäologischer Forschung für unsere Gesellschaft aufzeigen,
indem wir in Veranstaltungen und Ausstellungen immer wieder Themen aufgreifen, die gesellschaftspolitisch relevant sind. Das können Themen sein wie Klimawandel, Kreationismus, Rassismus oder eben auch Migration. 2015, mit Beginn der Flüchtlingskrise, waren Frau Dr. Aufermann und ich auf einer dienstlichen Zugreise von Italien über Österreich nach Deutschland unterwegs. Wir sind Zeuginnen einer humanitären Katastrophe geworden, die sich vor unseren Augen abgespielt hat. Diese Erlebnisse haben uns so tief bewegt, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Ausstellungsmacherinnen beschlossen haben, unseren Beitrag zu diesem Thema zu leisten. Wir haben für unsere Ausstellungsidee sehr schnell Partnerinstitutionen gewinnen können. Durch unseren damaligen Direktor, Professor Dr. Gerd Christian Weniger, waren schon enge Verbindungen zum Sonderforschungsbereich 806, Our Way to Europe, der Universität zu Köln, vorhanden. Darüber hinaus haben wir die Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit dem Projekt Rookie und das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena mit an Bord geholt. Wir haben mit ArchäologInnen, PaläogenetikerInnen, AnthropologInnen und GeowissenschaftlerInnen zusammengearbeitet und gemeinsam unsere Sicht auf das Thema Migration formuliert. Wenn wir über Migration forschen, sind unsere Interpretationen nie frei von unseren persönlichen Einstellungen und auch geprägt vom aktuellen Zeitgeist. Dadurch gewinnen sie eine politische Dimension. Und wir wollten politisch sein. Und wir wollten ein Statement setzen gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit. Mobilität und Migration sind untrennbar mit unserem Menschsein verbunden. Uns als Archäologen und Archäologinnen ist das bewusst. Migration zieht sich wie ein roter Faden durch unsere gesamte Menschheitsgeschichte. Es ist ein Thema, das nie an Aktualität verliert, so wie wir es gerade wieder mit dem Krieg in der Ukraine erleben müssen. In 4 Ausstellungsbereichen beschreiben wir verschiedene Formen von Mobilität und verschiedene Gründe für Migration. Wir verbinden die archäologischen Forschungsergebnisse mit der heutigen Zeit über Interviews, die wir mit Migranten und Migrantinnen aus unserem engeren Freundeskreis und Bekanntenkreis geführt haben. In den Interviews stellen wir immer wieder die Frage: Was bewegt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen? Wie kommen sie in den neuen Gebieten an? Wie begegnen sie den Menschen dort? Was ist vertraut? Was ist fremd? Wie begegnen wir den Neuankömmlingen? Und wie wird das über kurz oder lang unsere gesamte Gesellschaft verändern? Wir beginnen unsere Erzählung vor 2 Millionen Jahren mit Homo erectus, der seinen Lebensraum ganz unwillkürlich pro Generation um nur etwa 2 Kilometer verlagert. Er ist auf der Suche nach Ressourcen, die er zum Überleben benötigt. Über viele Hunderttausende von Jahren hinweg ist er der Erste, der Afrika in Richtung Europa und Asien verlässt. Diese Bewegungen vollziehen sich sehr langsam und über einen enorm langen Zeitraum hinweg. Wir sprechen hier also eher von Mobilität, aber noch nicht von Migration. Die Erzählung geht weiter in der Altsteinzeit vor 200.000 bis 40.000 Jahren. Aus Homo erectus haben sich Neandertaler in Europa, Denisova-Menschen in Asien und Homo sapiens in Afrika entwickelt. Sie alle machen sich auf den Weg, raus aus ihren angestammten Gebieten. Dabei bewegen sie sich sowohl kleinräumig und saisonal innerhalb ihrer Jagdgebiete, als auch über große Gebiete hinweg. Abrupte Klimaschwankungen machen ihre angestammten Gebiete für lange Zeit unbewohnbar. Die Menschen müssen ihre angestammten Gebiete verlassen und sich neue erschließen, die ihnen günstigere Lebensbedingungen bieten. Auf ihren Wanderungen begegnen sie einander, trotz sehr dünn besiedelter Gebiete und kleiner Populationsgrößen. Sie treffen sich, sie tauschen sich aus und sie vermischen sich sogar. Details dieser Begegnungen kennen wir nicht, aber wir forschen sehr intensiv daran, um herauszufinden, wo und wie diese Treffen abgelaufen sein könnten. Waren sich diese 3 Menschenformen vertraut oder haben sie sich fremd wahrgenommen? Sind sie sich freundlich oder feindlich gegenübergetreten? Im 3. Ausstellungsbereich springen wir in die Zeit nach dem Ende der letzten Eiszeit. Die hier ansässigen Jäger und Sammler treffen vor etwa 8000 Jahren auf einwandernde frühe Bauern aus dem vorderen Orient, die ihre Ursprungsgebiete verlassen mussten.
Wegen einer Verschlechterung des Klimas haben sie mit Dürreperioden zu kämpfen, die eine Versorgung großer Bevölkerungsgruppen durch Ackerbau und Viehzucht unmöglich werden lassen. Auf ihrem Weg nach Westen haben sie viele Innovationen im Gepäck, die die Lebensweise der Jäger und Sammler nachhaltig verändern wird. Weitere 3000 Jahre später fassen wir im archäologischen Befund multikulturelle Gesellschaften mit komplexen sozialen und wirtschaftlichen Strukturen. Aus Osteuropa wandern Vertreter der sogenannten Schnurkeramikkultur und wenig später aus Südwesteuropa Vertreter der sogenannten Glockenbecherkultur in die Gebiete des heutigen Deutschlands ein. Sie tauschen mit den Einheimischen Ideen, Technologien und Materialien, sie leben mit ihnen zusammen und sie vermischen sich. Über weitverzweigte Netzwerke wird Handel getrieben, Eliten entstehen und der Zugang zu Rohstoffen und Handelsrouten wird kontrolliert. Das Aggressionspotenzial steigt und kriegerische Auseinandersetzungen nehmen zu. Die Menschen werden noch mobiler. Größere Strecken können in viel kürzerer Zeit zurückgelegt werden. Durch die innovative Nutzung von Pferden zur Fortbewegung können jetzt Strecken von bis zu 30 Kilometern am Tag zurückgelegt werden. Mit diesem vierten Ausstellungsbereich enden wir in unserer Ausstellungserzählung. Nicht, dass es jetzt nichts mehr zu erzählen gäbe, aber vor 4800 Jahren fassen wir moderne Gesellschaftsstrukturen, wie wir sie heute auch noch haben. Was haben aber Migrationen in der Vergangenheit eigentlich mit der Gegenwart zu tun? Der anatomisch moderne Mensch hat sicher nicht um Erlaubnis fragen müssen, bevor er vor etwa 60.000 Jahren aus Afrika kommend in die Gebiete an der heutigen Levante eingewandert ist, die bereits von Neandertalern bewohnt waren. Diese Migrationen eiszeitlicher Menschen in extrem dünn besiedelte Gebiete werden kaum Konflikte ausgelöst haben, wie wir sie heute kennen. Die Einwanderung von frühen Bauern aus dem vorderen Orient nach Europa vor etwa 8.000 Jahren trägt aus heutiger Sicht deutlich mehr Konfliktpotenzial in sich. Da emigrieren die frühen Bauern als Klimaflüchtlinge mit einer völlig fremden Lebensweise nach Europa und krempeln innerhalb von 2000 Jahren Landschaft und Lebensform komplett um. Aus nomadisch lebenden Jägern und Sammlern werden sesshafte Bauern in dörflichen Ansiedlungen. Ein dramatischer Identitätswechsel, den wir uns heute kaum vorstellen können. Die heutige gesellschaftspolitische Debatte über legale oder illegale Migrantinnen ergibt sich aus der Existenz von Staatsgebieten und Grenzen zu ihrer Sicherung sowie aus sozialen und ökonomischen Ungleichgewichten zwischen Staaten. Menschliche Mobilität und das Recht, sich niederzulassen, sind so einem komplexen Regelungsprozess unterworfen. Können wir also vergangene Migrationsereignisse eigentlich mit heutigen vergleichen? Und hilft der Blick in die Vergangenheit dabei, heutige gesellschaftspolitische Herausforderungen besser zu meistern? Die Antwort ist ja. Eine gründliche Betrachtung der Vergangenheit schafft zunächst Distanz zur aktuellen Situation und erlaubt durch den Perspektivwechsel eine neue Gewichtung des eigenen Standpunktes. Aus dem Vergleich von Gegenwart und Vergangenheit wird die enorme Dynamik menschlicher Gesellschaften besonders deutlich. Zugleich wächst die Erkenntnis, dass ähnliche Problemlagen uns Menschen seit langer Zeit begleiten und dass Mobilität und Migration untrennbar mit unserem Menschsein verbunden sind. Wir sind als Homo movens, als sich bewegender Mensch dazu angehalten, Solidarität und Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen zu zeigen, die ihre Heimat verlassen müssen. Unabhängig von Hautfarbe, Religion, Sprache, kultureller Prägung und ethnischer Zugehörigkeit haben wir alle Migrationshintergrund. In einer Welt, die im Zuge der Globalisierung immer näher zusammenrückt, sollten wir Migration als natürlichen Bestandteil unseres Lebens akzeptieren und sie trotz aller Herausforderungen auch als Chance betrachten, persönlich und auch im gesellschaftlichen und politischen Leben zu wachsen. Ich freue mich über Ihr Interesse an dem Thema und an der Ausstellung und wünsche Ihnen spannende und erhellende Einblicke in unsere bewegte Vergangenheit. Dem Forschungsmuseum Schöningen wünsche ich eine erfolgreiche Ausstellung und bin schon gespannt auf die Reaktionen Ihrer Besucherinnen und Besucher. Ich grüße Sie noch einmal ganz herzlich aus dem Neandertalmuseum und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder bei einem Fachvortrag. Machen Sie es gut und passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen.
Das Thema Migration ist gerade in der gesellschaftlichen und politischen Debatte wieder hochaktuell. Aber es ist kein neues Thema. Seit der Mensch auf zwei Beinen läuft, wandert er. Zunächst durch Afrika und dann erobert er die ganze Welt. Auf seinem Weg dorthin von Afrika nach Europa begleiten wir ihn hier in dieser Ausstellung 2 Millionen Jahre Migration. Wir versuchen herauszufinden, wie beispielsweise die ersten Begegnungen zwischen Jäger und Sammlern und Ackerbauern stattgefunden haben und welche Auswirkungen diese Begegnungen mit dem Fremden für die damalige Gesellschaft haben. Und natürlich versuchen wir, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Archäologie, Paläogenetik und Anthropologie einzubeziehen, um eben alle Fragen, die mit damaligen Migrationsereignissen zu tun haben, zu beantworten. Kommen Sie mit auf eine Reise, denn dieses Thema ist wirklich immer wieder aktuell und spannend und wir haben viele Mitmachelemente, sodass auch jung und alt in dieser Ausstellung Anknüpfungspunkte finden werden. Wenn der Mensch auf Reisen geht, dann nimmt er natürlich Handgepäck mit. Das war auch bereits vor 2 Millionen Jahren so. In diesen Koffern verstecken sich die Hinterlassenschaften, die wir von den frühesten Menschen aus Afrika finden können. Damals war es natürlich meistens Stein, den sie dabei hatten und den sicherlich nicht in großen Mengen. Wir haben Geröll-Artefakte aus Afrika bis hin zum Faustkeil, denn vor 2 Millionen Jahren begannen die Menschen auch Werkzeuge herzustellen. Auf ihrem Weg, den sie dann Richtung Eurasien einschlugen, hatten sie also vor allem diese Dinge im Gepäck. An den anderen Stationen können sie dann aber auch sehen, welche anderen Materialien und Objekte die Menschen mit auf ihre Reisen genommen haben. Migration ist ein stetig wiederkehrendes Thema. Wer wüsste das besser als wir Archäologen? Die gesamte Menschheitsgeschichte ist durchzogen von Wanderungsbewegungen und natürlich gibt es auch immer wieder aktuelle Wanderungen zu uns. Diese Ausstellung ist von 2015 und die Geschichten der Ankommenden finden Sie hier in diesen Audioboxen. Das heißt, jeder Besucher bekommt einen Kopfhörer unten an der Kasse und kann sich die vielfältigen Geschichten rund um das Thema Einwanderung in Deutschland anhören. Wir hoffen, dass wir damit vor allem auch für die Zukunft Ängste und Sorgen von ankommenden Flüchtlingen vielleicht auch etwas relativieren können und vor allem auch erklären können, dass Migration einfach Teil unseres Menschseins ist. Die Sonderausstellung startet am 2. April und geht bis zum 31. Oktober 2022. Wir freuen uns sehr, Sie hier im Forschungsmuseum Schöningen begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine ganz spannende Entdeckungsreise.